willkommen zu keiner neuen Folge Genial daneben, aber einem Video, wo ich das Konzept der erfolgreichen TV-Show einfach mit meinen Freunden nachstelle. Von denen hatte ich jetzt leider keiner Zeit, deswegen habe ich ganz wunderbare Gäste in Form von Ricky Mania. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Mythos of Gaming. Oh, ich bin mit zweiter, hallo. Fulltime Games. Hi. Hallo. Maeve, der sich schon gemeldet hat. Hi. Und zwei visuell ganz wundervolle Gestalten namens Zombie. Ich bin gerade bei Surfer Surfers. Und last but not least, der wundervolle magische Hockey. Hi. Der Blaue. Es werden pro Video immer mehr Teilnehmer, aber mehr Leute bedeutet ja auch mehr Ideen. Ihr kennt das Konzept? Nö. Ich war einmal. Oh, war ich zweimal dabei? Ich war einmal mit dabei. Ich war zweimal mit dabei, wie es aussieht. Und daher kenne ich das Konzept, ansonsten nicht. Ich habe das auch nie gesehen. Ich habe es gesehen und ich kenne das Konzept. Ich nenne euch Begriffe und ihr müsst zusammen als Team herausfinden, was die Bedeutung dahinter ist. Ich habe Zuschauer gefragt, aber ich habe auch selber ein paar Sachen rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem Advents-Special an. Und zwar ein Klassiker aus der Show selbst. Das ist gut, dass ihr es also nicht geguckt habt. Was versteht man unter sogenanntem Adventswasser? Alkohol. Lübein. Das ist hundertprozentig irgendwas Alkoholisches. Ja, ja, Lübein gefällt mir. Gefällt mir auch. Richtig gut, das muss sein, das muss sein. Absolut nicht. Oh. Absolut. Alkoholfreie Runde. Wäre wahrscheinlich zu einfach. Advents- ist so traurig. Nennt man vielleicht von den Adventskerzen den Wachs, denn Adventswasser, wenn der so runter tropft an die Kerzen? Sehr, sehr guter Gedanke. Oh. Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Oh, das ist es auch, ne? Aber leider falsch. Oh. Vielleicht ist das vielleicht Schnee? Es gibt ja auch Thanksgiving und da brät man ja einen Truthahn. Das ist korrekt. Am besten in etlichen Mengen Öl. Ja, und das explodiert. Öl, was raus rum läuft, das ist das Adventswasser. Aber Thanksgiving ist doch vor. Thanksgiving. Ist das nicht im Oktober oder so? Nee, ich glaube nicht. Ist das gewesen? Hat sich irgendwas was recht Offensichtliches noch erwähnt. Aber du musst übrigens nicht buzzern. Du darfst reden, wann immer du willst. Oh, ach so. Willst du zuerst von mir? Nee, ich hab nichts. Ich hab nur noch meinen geschmolzenen Schnee sonst. Aber das ist wovon ich gesprochen habe. Ich hab nicht überlegt, was Leute gesagt haben. Und dann dachte ich so, ist einfach nur Schnee ein Synonym, beziehungsweise Adventswasser ein Synonym für Schnee? Vielleicht, wenn so durch die Haustür so ein bisschen Wasser reinfließt. Nein, pass auf. Das dann Adventswasser. Pass auf, wir haben es. Ich möchte einklinken, ich habe es gelöst. Und zwar, wenn man war draußen im Schnee unterwegs und stellt die Schuhe vielleicht vor oder in der Wohnung ab und das, was unter den Schuhen rausläuft, ist Adventswasser. Der geschmolzene Schnee unter den Schuhen. Kennt ihr diese Werbung, wo dieser Schneemann reinkommt und eine Suppe isst und dann tropft er? Nein. Tropft der, nee. Was richtig oder nicht, beantworte meine Frage. Es ist leider nicht genau das, aber. Oh no, aber das war so gut! Ja. Das war so gut gewesen. Was soll es denn sonst sein? Lügst du? Hast du es ja erfunden? Ich habe das auch uns ewig raten lassen. Also, vielleicht lügt Sat 1. Sat 1 würde nicht lügen. Oh, ist das was zu trinken? Gibt es nicht tatsächlich Wasser, was einfach Gletscherwasser ist, was wir dann auch nur mal trinken und so ein Shit? Ich glaube, Gletscherwasser soll super giftig sein, weil da Sachen drin eingefroren sein können, die wir ewig nicht mehr. Okay. Ja, das ist nicht so. Und ich gönn sich mal ein Gletscherwasser in den Schluck. Ich dachte, dass manche. Ich dachte, wenn das Ganze auf Fully gefiltert wird durch die Berge, dann geht's, glaube ich. Fully trinkt sein Mineralwasser naturtrüb. Wenn so ein Gletscher schmilzt, was wird daraus? Ein Fluss. Ach, so kleine Seen, die sich durch das Wasser des geschmolzenen Schnees bilden. Ja, oder was ist, wenn die schon vorhanden sind? Die werden voller. Also die werden wir doch voller mal Alkohol. Nein, also ja, aufgrund der erhöhten Schnee- oder Regenfälle, sowohl im November als auch im Dezember. Wir haben nicht so viel Schnee im Dezember. Dadurch passiert es, dass man in der Binnenschifffahrt bei erhöhtem Wasserstand im Advent von Adventswasser spricht. Das ist interessant. Ich glaube immer noch Moggy mit den Stiefeln. Schnee unter den Schuhen, wenn der in der Wohnung schmilzt und so eine kleine Pfütze steht oder so, ist das Adventswasser. Ich finde das besser. Das fange ich jetzt an, so zu nennen. Ich finde, wir sollten das jetzt so nennen. Also, das ist hundertprozentig auch ein Begriff, ich bin mir sicher. Jeder, der das genauso hier sieht. Können wir auch Berliner mittlerweile Marmeladendöner nennen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig mal. Nee. Naja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Als nächstes möchte Tregassi von euch wissen, wobei handelt es sich um eine Fotzelschnitte? Das ist, wenn die Waffeln verkaufen. Uli? Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Ich brauche jemanden. Uli ist die Antwort. Hallo? Geschrieben.
Also, ja, wie wird das geschrieben? Wie ist das nochmal genau? F oder V? F. Weil, Johnny, das hast du ja deine gar nicht mehr auf. Du merkst, ich hab deine hergeholt. Ja, ich hab vergessen, das beim Adventswasser zu machen. Die Fotzeschnitte ist nicht so besonders weit. Ich wüsste halt nicht mal, was der Begriff Fotze überhaupt in irgendeiner Art und Weise bedeuten soll. Gibt es nicht einen richtig komischen deutschen Begriff auch irgendwie für ein Eichhörnchen? Geht zum gebraten Eichhörnchen oder so auf einem Toast, auf Brot? Warum eigentlich was? Also nee, ich erinnere mich darüber, oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Och, Kotzeschwanz oder so. Genau, ja, ja. Genau, Schwab? Mein Gott, ich kann dieses Wort nicht ausstehen. Und das klingt für dich wie Fotze oder was? Ja. Es ist genau was gleich. Was ist mit Hulli los? Er trinkt Gletscherwasser und isst Eichhörnchen. Hulli hört Fotzelschnitte und denkt sich, oh ja, Eichhörnchen. Nein, ja, das wär's mal wieder. Fotzel, würde ich behaupten, ist eine Art Tasche an deiner Hose oder so. Und die Schnitte ist so ein Sandwich. Und das ist dieses To-Go-Sandwich, was du dir einfach in die Hosentasche steckst. Das ist das, was Ricky immer macht. Hä? Das, was ja, der hat immer Cheeseburger dabei. Stimmt, das, was Ricky immer macht. Der hat immer Cheeseburger dabei. Ja, stimmt, immer Cheeseburger dabei. Oh Mann, das ist meine Fotzelschnitte zum Rausholen. Ja. Oh nein. Das ist also, pass auf, ich denke, ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Und zwar, wir haben ja natürlich den bayerischen Begriff dafür, wenn man jemandem eine klatschen würde, okay? Wir müssen nicht weiter aussprechen, wir wissen alle, was gemeint ist. Und dementsprechend reden wir von Fleisch, das vielleicht ein bisschen durchgeprügelt wurde oder so. Ist einfach nur ein Burger. Aber es ist eine lustige bayerische Variante, es zu sagen. Bayerisch ist es nicht. Oder Hackepeterbrötchen einfach. Aber es ist ein lustiger Begriff, das, was Morgi schon sagte. Es ist ein Schweizer Begriff, also Fotzeschnitte. Uli war mal für eine Woche in der Schweiz und dementsprechend... Nein, ich war einen Monat in der Schweiz. Okay. Ein Monat, ja, der weiß Bescheid. Auf. Er ist quasi local. Was würde man so... Seit zweiter Heimat. Also Fotzel wird wahrscheinlich sowas wie Käse bedeuten. Und Schnitte... Nee, das ist kein Käse. Das heißt, es ist eigentlich ein Sandwich-Toast. Ja, sowohl Ricky als auch Zombie und Fully irgendwo auch. Ihr habt schon sowas wie Gebäck und Sandwich und so gesagt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Da seid ihr richtig. Okay, also es ist auf jeden Fall was zum Essen in dem Fall. Ich wollte nur nicht so früh schon sagen, ja, es ist was zu essen. Er ist einfach der Schweizer Name für die Milchschnitte. Die Fotzelschnitte. Jetzt im Kühlregal. Weißt du, die Fotzelschnitte würde ich einfach ein Begriff im Brot sonst. Oder eine ja, Art von Brot? Zubereitung. Oder eine Art von Zubereitung vom Brot. Das Brot wird gefotzelt. Oh, gebrutzelt! Einfach in die Pfanne packen. Oh mein Gott. Also Brötchen zum Beispiel, toter Ritter oder wie das. Nee, arme Ritter. Oder so. Folie Hans, das ist der Schweizer Begriff für arme Ritter. Let's go. Oder auch French Toast. Auf jeden Fall eine in Ei getunkte Brotscheibe, die in Butter gebraten und mit Zimt und Zucker serviert wird, nennt man in der Schweiz Fotzelschnitte. Mit Zimt und Zucker, interessant. Gut gemacht, Fully. Wow. Das war ja eure Vorlage. Tiefen Respekt. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich eher so eine Art Ereignis. Lundberg fragt, was hat es mit dem Passinger Knödelkrieg auf sich? Pasinger oder Passinger, weiß ich nicht genau. Wir reden von so einer Definition und zwar haben wir hier, das ist eine Aldi-Nord-Aldi-Süd-Situation und wir sind da an der Grenze und je nachdem, wo es ist, streitet man sich, was genau der Knödel jetzt, was damit gemeint ist. Und sogar der deutsche Staat, obwohl es ihm sehr wichtig ist, Lebensmittel immer zu normen und ihm die richtigen Begriffe zu geben, sogar die halten sich zurück und haben gesagt, hey, wir haben keine offizielle Bedeutung dafür, das müsst ihr unter euch ausmachen, wir schreiben euch nichts vor, ist beides richtig. Und dann sagen die, nein, das ist nicht beides richtig, meins ist richtig, nicht seins. Vielleicht gibt's das irgendwo, hat leider nicht in Pasing stattgefunden. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht einfach nur so ein Wording ist, sondern es handelt sich wirklich um Krieg. Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, ich bin auf der richtigen Richtung, wenn ich sage, die haben wirklich Krieg geführt, die haben sich bekämpft und getötet, aber Knödel war nur ein Hintergrund dafür, quasi wie so ein Grund, um Krieg zu führen. Kennst du die Geschichte vom Bienenstich? Das ist nämlich so eine Situation. Ist das die Geschichte? Ist das die Geschichte des Bienenstichs? Es ist nicht die Geschichte des Bienenstichs, aber das, was du gerade beschrieben hast, geht da so in die Richtung. Beim Pasinger Knödelkrieg ist niemand gestorben, soviel ich weiß. Ist das Pasing aus München gemeint oder gibt es wirklich einen Ort, der auch noch Pasing heißt? Das weiß ich, das habe ich gar nicht recherchiert. Aber gehen wir jetzt an, dass noch Knödel zusätzlich sind, aber wird schon in München gemeint sein. Es kann sehr gut in München passiert sein, ja. Ich meine, in der Nähe gewohnt, aber ich weiß nichts von dem Krieg. Nichts davon gehört. Aber Mace.de war es auch nicht, oder? Ich möchte nochmal die Aussage von Zombie hervorheben, die fand ich sehr lustig. Ich habe da mal gewohnt, aber ich weiß nichts von einem Krieg. Ach so. Man könnte sagen, der Krieg war vor seiner Zeit. Ich weiß nicht, wann das stattgefunden hat. Geht es denn wirklich um Knödel? Ja. Oder? Es geht um Essen. Die waren so lecker, dass die immer ausverkauft waren und deswegen gab es immer so jeden Sonntag den Krieg um diese Knödel, weil diese Pasinger Knödel so geil. Das gefällt mir. Das ist wie auf der Polaris, wenn ich Crepe mache. Aber dann würde es Tote geben. dann werden ein paar Leute natürlich kommt, der will seinen Knödel. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Mafien, gibt es ja zum Beispiel diese Konferenzas,
Und da triffst du dich ja denn. Und da darfst du niemanden umbringen. Das ist einfach der Ehrenkodex. Und vielleicht gab es diesen Knödelkrieg und man hat sich dann zum Knödelessen getroffen, um vielleicht noch Friedensverhandlungen zu führen. Okay, kann ich dir Frage stellen? Wollen wir das von Ricky einfach ignorieren? Ja. Ricky, lass uns das machen. Okay, pass auf, Johnny. Hat der Pasinger Knödelkrieg mit einem Wahlkampf zu tun? Nö. Okay, ich habe eine Idee. Das ist so eine gute Idee. Die Knödel sind eine Waffe in diesem Kampf. Das ist richtig. Denn die werden irgendwo gegengeschossen. Die haben in gewisser Weise sowas ähnliches wie Knödelkanonen. Katapulte. Ja. Knödel schleudern. Richtig, es gibt ein Knödelkatapult in dieser Geschichte. Ja, wie cool. So, ist das wie die Gulaschkanone oder wie läuft das? Ja. Und die Knödel werden auf ein bestimmtes Gebäude oder so geschossen dann. Als Zeichen, als Anzeichen. Aufs Rathaus, auf Zielscheibe, auf die man sich so drauflegt und dann feuert ein Katapult so Knödel auf einen. Ja. Na, ich glaube, die können ganz schön wehtun. Meinst du? Nicht, wenn du sie fängst mit dem Mund. Nee, stell dir vor, so ein feuchter Knödel fällt dir mit ein bisschen Kraft ins Gesicht, das kann schon. Stell dir vor, da ist Toast drin. Und da war noch ein Stein drin. Toast. Da hat jemand einen Stein in den Knödel gemacht. Das in meinem Knödel. Das ist doch gegen die Regeln. Jemand hat auf meinen Knödel gepisst. Pass auf, so. Das war irgendein Teil der Stadt, in dem Leute, aus welchen Gründen auch immer, kriegsbedingt gefangen waren, Kriegsgefangene, was auch immer. Und haben sie gesagt, hey, wie können wir die mit Lebensmitteln versorgen? Was, wenn wir jetzt einfach über die Mauer schießen? Aber also kein Stein in die Knödel. Sozusagen die der bayerische Rosinenbomber. Ja. Leider auch. Aber ohne nicht. Steine. Ich wünschte, alle Geschichten bisher wären wahr. Wollte er ein Flugzeug abschießen, weil der sich irgendwie gedacht hat, nein, ich bin hier die letzte Bastion oder so ein Shit. Ihr seid jetzt nicht komplett drauf gekommen, aber ihr seid nah genug dran, ihr habt euch rangepirscht. In 1967 hat sich ein Werbegrafiker so vom Lärm der Bundesluftwaffe gestört gefühlt, sodass er nach etlichen unerfolgreichen offiziellen Bitten seinen erst scherzhaft formulierten Plan, die Starfighter mit selbstgebauten Katapulten zu beschießen, in die Tat umsetzte. Die Munition bestand dabei aus bayerischen Kartoffelknödeln. Hat er getroffen? Er hat nicht getroffen. Der müssen wir gar nicht. Der hat nicht getroffen. Wenn er getroffen hat, dann würde er Ärger kriegen. Er scheint es genug, aber eingeschränkt zu haben. Und er hat es geschafft, dass das Übungsgebiet nicht mehr genutzt wird und dass die Bewohner da ihre Ruhe haben. Ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass sie sich sowieso nicht mehr das leisten konnten, in der Location in München zu bleiben. Deswegen haben sie gesagt, gehen wir doch an einen Ort, der günstiger ist. Haben sie gesagt, hey, mach mir daraus. Sagen wir es wegen dem. Das war wegen diesem Knödelverrückten. Wegen diesem Knödelheini da. Insofern ist die nächste Frage ein bisschen eindeutiger. Wer oder was ist der sogenannte Pfannenbruder? Das ist ein Handschuh. Nicht? Vielleicht sind Pfannen heiß sind oder so, damit man sie anfassen kann. Ja, Pfannen sind heiß, oder nicht? Ja. Pfannen sind heiß. Wir sind dahinter. Es gibt ja zum Beispiel Ronald McDonald oder den König bei Burger King. Dann kann man vielleicht einfach so eine riesige Pfanne einfach so als Maskottchen für so ein Pfannkuchenrestaurant. Vielleicht auch eine absurde Bezeichnung für einen Pfannenwender? Naja, ich gerade sagen, es könnte irgendwas sein, das, keine Ahnung, vielleicht zur Reinigung von den Pfannen oder zur Nichtreinigung, wenn wir von Edelstahlpfannen reden oder was auch immer die waren. Jeden Sonntag so oben im typischen Kloster, da wollen sie halt so ein Kochfest machen und dann kommt der Pfannenbruder und der bringt die Pfannen. Also doch das Maskottchen. Jo, Pfannenbruder. Der Pfannenbruder ist für die Pfannenreinigung zuständig. Ja. Oh, das lässt mich gerade denken. Geht es überhaupt um Pfannen, wo man etwas drin zubereitet? Oder in denen, wo du das, wo du dich entleerst? Die anderen Pfannen, die Bettpfannen oder so ein Scheiß. Oh, der muss die Bettpfannen immer leeren. Ja, das ist der Pfannenbruder. Das ist sowas wie Krankenschwester. Ja. Das ist das Gegenstück davon. Pfannenbruder. John, ich habe eine Idee. Und zwar ist es eine... Das sind so größere Pfannen, die sind besonders schwer und die brauchen zwei Griffe. Und der zweite Griff ist der Pfannenbruder. Oh, Multiplayer, geil. Alter. Also zwei Griffe sind es nicht, Multiplayer ist trotzdem, in gewisser Weise kann ich das vielleicht helfen. Vielleicht ist der Typ die ganze Zeit am Braten und schiebt mal weiter und der andere schmeißt immer das Essen noch rauf die ganze Zeit. Ich dachte, der schiebt mit einem Wasser daneben und übergießt ihn die ganze Zeit, weil es so heiß ist an der Pfanne zu arbeiten. Vielleicht ist die auch heiß, vielleicht wird er auch mit Wasser übergossen, das kann natürlich auch haben. Aber das ist sowas in so eine Wasserpistole. Werfen ist nicht so verkehrt. Seht ihr? Ich hab was geworfen. Ich dachte irgendwie, es gibt ja ganz skurrile Wettbewerbe, irgendwie auch wie Baumstamm weit werfen und so ein Shit. Vielleicht ist Pfannenbruder einfach nur ein komischer Begriff, wo es einfach nur darum geht, wie weit kannst du eine Pfanne werfen. Der diesjährige Pfannenbruder ist...
Es werden Pfannen geworfen. Von einem Menschen. Von einem Menschen werden die geworfen. Nein. Es werden Menschen geworfen in einer nein. Pfanne. Nein, nein. Ich glaub, okay, das pass auf. Verstanden. Johnny, ich hab was. Tontauben schießen. Keine Ahnung, wenn jemand die Teller dann loswirft, vielleicht werden die dort als Pfannen bezeichnet. Er wirft die Pfannen, dann werden die abgeschossen, anstatt der Tontauben. Ja. Rocky hat ja eben rausgefunden, kein Mensch wirft die. Das habe ich rausgefunden, ja, jawohl. Und das ist die Frage, oder? Wir sind ganz woanders. Okay, Ricky. Okay, wir sind gerade von Pfannen zu Tontauben gegangen. Also ich denke, es war schon sehr anders. Ich glaube, Ricky hat was. Pass auf, ich habe gerade an, warum auch immer, habe ich gerade an Gitano gedacht. Okay. Ja, kenne ich. Und er ist ja der Feuerbruder. Aber es gibt doch auch einen Hammerbruder. Bei Odyssey gibt es doch auch diesen einen. Nein, der Hammer. Oh mein Gott. Das ist wirklich, das ist hundertprozentig die Antwort, ja. Ich habe tatsächlich auch dran gedacht, wie so ein Hammerbruder. Daher kam ich auf die Idee mit dem Pfannenwerfen. Fully, du hast dir das angewöhnt in den letzten Wochen. Du musst aufhören, wenn irgendwas aufgeklärt wird, immer zu sagen, ich wusste es, ich hab's doch gleich gesagt. Nein, meine Idee kam ursprünglich daher, aber ich dachte, das ist der größte Schwachsinn ever, der bezieht sich doch jetzt nicht auf Videospiele. Der hat jetzt ich habe aber die aus Odyssey geworfen. Vergessen. Ich dachte mir, Videospielbegriff muss auch mal in diese Folge rein, wenn wir schon richtig alle gut. Gamer sind. Richtig gut. Der sogenannte Pfannenbruder ist ein Mario-Gegner aus Schlemmerland in Super Mario Odyssey. Heißt der so im Spiel? Der heißt Pfannenbruder. Habe ich vorhin auf Mario Wiki nachgeschaut. Sehr schön. Ich wollte irgendeinen Mario-Gegner reinbringen in die Folge und dachte mir, was klingt am ehesten nach etwas, was kein Mario-Gegner ist. Das ist auch eine Originalfrage aus Genial daneben. Ich habe halt auch gar nicht an Videospiele gedacht. Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war ja der Plan daran. Outbox denken, Leute. Outbox. Ricky hat es geschafft, mich dadurch zu durchschauen. Ich dachte, ich muss da noch sehr viel mehr nachhelfen. Vielleicht kennt ja einer von euch die sogenannte Spaghettisierung. Oh ja, das ist, wenn du ein schwarzes Loch eingesaugt wirst. Ah, shit, okay. Er hat es, jemand wusste Bescheid. Der Mann kennt seine Outer Wilds. Ja, Moggy ist aber auch generell ein Weltall-Experte, deswegen, der kann das einfach. Ist er wirklich? Nee. Ich hab dich in meinem Kopf immer so abgespeichert, aber gut. Ich war richtig beeindruckt kurz. Ja, ich mag den Weltall. Oh, wenn ich mal auf den Mond will, kann ich dann bei dir mich mal ein bisschen informieren. Ich melde mich bei dir, Moggy, ja, wegen dem Mond. Ja, jetzt brauche ich es ja eigentlich gar nicht mehr zu erklären. Willst du es nochmal ausführen? Keine Ahnung, du wirst halt in ein schwarzes Loch gesaugt und dann hat es ziemlich starke Anziehungskraft und dann wird halt das auseinandergerissen. Dann ein eine kleiner lange Nudel. Ja, genau. Deine so wie der eine in Charlie in die Schokoladefabrik. Ich erinnere mich nicht an Charlie in die Schokoladefabrik. Aber der ist so lang am Ende, der ist so lang. Der letzte Junge, der geht im Fernsehen und wird langgezogen. Naja, ist auch egal. Zu guter Letzt. Na, ich will das nicht immer gleich sagen. Ich will nicht immer was Johnny sagt so. Ich will nicht immer was ist. Oh, das war echt cool. Richtig dynamisch. Was ist der Paarungshelfer? Oh, das war richtig dynamisch. Hockey, bist du der Paarungshelfer? Ich wünschte, ich wär's. Ich wünschte doch, Moggy. Ich wünschte. Okay. Wir reden von der Befruchtung von Rindern. Ja. Und pass auf, es ist eine Maschine. Auch. Und zwar die Maschine, die das macht. Oh nein, nicht die Maschine. Nein. Also, ich habe eine Doku gesehen. Es gibt tatsächlich Menschen, die einfach helfen, dass pass auf. Der Bulle wird geil gemacht von einer Kuh. Der wird so, oh, hallo, ich bin die Kuh. Und dann will dynamisch. Er besteigen. Du kennst dich aus. Und beim Besteigen steht so ein Typ bereit, der dann quasi bei diesem Bullen, weil das ist ein Zuchtbulle, ihn so ein Ding überstülpt über seinen Pimmel und er dann da halt rein ejakuliert und dann wird das quasi benutzt. Und dieser Typ, der das macht, hat quasi das Ding da über den Pimmel hält, das ist quasi der Paarungshelfer. Safe Sex. Absolut falsch. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber ich habe mal gehört, es gibt richtige Probleme mit Pandas, vor allem in Gefangenschaft, dass man irgendwie hinkriegt, dass die sich irgendwie paaren oder so. Und da haben die sich alle möglichen verschiedene Ideen ausgedacht. Hat das was damit zu tun? Sehr, sehr smart. Es gibt eine genial daneben Folge zu dem Begriff Panda-Effekt oder Panda-Beziehung oder so. Und das bezieht sich darauf, wenn eine Beziehung wenig... Das ist, Pandas werden da mies geframed. Die haben nicht solche Probleme, wenn sie nicht in Gefangenschaft sind. Ja. Dem wird ja übel mitgespielt, will ich einfach nur sagen. Mir wird es in Gefangenschaft nicht anders gehen. Ja. Person im Waschsalon, die Socken sortiert und die Sockenpaare zusammenlegen muss. Ah! Oh mein Gott! Das ist so cool. Ich wünschte, das wär's. Das muss es sein. Das fand ich viel schöner als das von Ricky. Du hast irgendwas gesagt mit Sperma also, und so. Also, es ist so viel näher an der Wahrheit, als ich zugeben möchte. Ist es jemand, der vielleicht im Freizeitpark arbeitet? Und es gibt immer so diese Single-Lines. So ein Paarungshelfer. So, hier, ihr beide müsst zusammensitzen. Dann könnt ihr beide zusammensitzen. So, weißt du?
weil vielleicht noch irgendwo Leute fehlen im Sitzen. Brauchen wir auch in öffentlichen Verkehrsmitteln so jemanden? So, nee, ihr beide sollt euch besser nebeneinander sitzen. Nee, es gibt jetzt diese Single Rider, das sind die Leute, die alleine fahren. Und wenn zum Beispiel irgendwie ein Sitzplatz frei ist, weil jetzt drei Leute fahren nur zusammen. Man steigt in den Bus und dann wird einem Partner zugeteilt, mit dem man sich auf die Bank setzen soll. Nee, du wolltest allein sitzen? Nee, aufstehen, nee. Aufstehen, rüber, du gehst jetzt zu den drei Leuten dahinter. Also ich frage mich immer noch, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist. Weil etwas sortieren oder so, oder paaren kann ja auch etwas, was kein Mensch ist. Und ich meine, Maschinen können halt alles an sich paaren. Ja, genau. Es könnte aber auch, wie Tombay gesagt hat, irgendwie sowas, eine Maschine sein, die irgendwie, also jetzt in dem Fall keine Socken, aber irgendwas anderes halt sortiert und paart. Du liegst komplett falsch, aber wenn du die Herleitung umdrehst, liegst du komplett richtig. Oh, es ist ein Mensch, der Maschinen paart. Die Socken waren korrekt. Jetzt haben wir es. Zombie hat es mit den Socken direkt genäht. Zombie hat es wieder gelöst? Die Socken ist jemand, der einfach die Socken immer so gelöst, einknüllt und einrollt? Wie jemand, der die tackert, damit man die so verkaufen kann. So. Ach, Paarung, diese Dinger, die Socken zusammenhalten. Paarungshelfer. Das, was einfach die Socken immer zusammenhält. Ja, okay. Wo zusammenhält? Ja, oben am Ende halt so, bevor man die dann auseinanderschneidet und dann einzelne Socken hat. Nee, aber du warst wohl noch näher dran. Wäscherei. Ja. Natürlich. Damit die nicht durcheinander kommen. Wer will es aussprechen? Das ist ein Beutel, packst du die Socken rein, damit sie nicht verschwinden, wenn sie in der Waschmaschine sind. So ein Ding habe ich auch, aber ich kann euch ein Bild zeigen. Nee, ich habe sowas nicht, ich bräuchte das. Nein, das ist nicht das. Dazu eine Klammer. Nein, schick mir ein Bild jetzt. Von dem Sack oder von dem Paarungshelfer? Ihr könnt auch selber mal googeln, da habt ihr direkt ein paar Shopping-Ergebnisse für Paarungshelfer. Paarungshelfer ist das Stück Plastik, mit dem man zwei Socken in der Waschmaschine zusammenknüpfen kann. Es hilft also bei der Paarung von Socken. Ich denke, Ricky war näher dran. Ja. Der war falsch. Ich war ja super nah mit Socken. Es gibt so viele Sachen, die man paaren kann, aber du hast ihn direkt ins Schwarz getroffen und ich dachte mir, lass es dir jetzt bloß nicht anmerken, Johnny. Du darfst doch nicht so schnell drauf eingehen. Nicht zweimal in Folge. Aber auf Waschmaschine wäre ich nie gekommen. Ich kenne, also das Gerät da kenne ich gar nicht. Die Waschmaschine? Also, den Sockenclip. Die Waschmaschine hat Zombie noch nie gesehen. Zombie kauft einfach neu. Wenn es nicht ist, gibt's was Neues. Ihr wart on fire. Ihr habt das richtig schnell gemacht. Viele Antworten gefunden. Ich glaube, mehr als in den letzten Aufnahmen musste ich viel öfter das auflösen. Lag an mir. Gute Arbeit. Du hast das im Alleingang aufgelöst. Also die letzte Runde, hast du gespeedrun. Danke. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme, für die Lösung und für die unterhaltsamen Einwürfe. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, war okay. Ja. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Adventszeit mit ausreichend Adventswasser. Und schaut mal rein. Nochmal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh. Das war schon unangenehm jetzt. Ich hab hier von Sons of Anarchy das Hintergrund. Bist du 12? Oh, das ist Hockey. Ich hab Hockey gesehen.